Kollegin Goldbach. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein paar wenige Bemerkungen, weil wir ja noch häufig Gelegenheit haben werden, während dieser Plenarrunde über Straßenausbaubeiträge zu diskutieren. Ich kann mich den Ausführungen von Kollegin Goldbach insbesondere hier gerne anschließen. Aber die Landesregierung lehnt den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion ab. Das ist auch nicht verwunderlich, weil wir gestern bereits erklärt haben, dass wir den Gesetzentwurf von FDP, CDU, Grüne und Grüne zustimmen werden, meine Damen und Herren. Man kann sich allerdings, und da will ich dem Kollegen Dr. Hahn recht geben, man kann sich schon ein bisschen die Augen reiben, wenn man den Gesetzentwurf der SPD nunmehr sich hier anschaut. Dort steht insbesondere, die Einführung von wiederkehrenden Beiträgen ist in den Kommunen mit erheblichen Rechtsunsicherheiten verbunden. Meine Damen und Herren, es ist hier schon darüber gesprochen worden. Es waren die Sozialdemokraten, die sich hier gerühmt haben, als erste Fraktion, meine Damen und Herren, als erste Fraktion, die wiederkehrenden Beiträge hier ins Plenum eingeführt zu haben. Es war sozusagen das Abrechnungssystem aus dem SPD-geführten Rheinland-Pfalz, was hier als das prächtigste dargestellt worden ist. Die SKG, das ist die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik, hat sich über das Land hinweg in Veranstaltungen über diese wiederkehrenden Beiträge ausgelassen und hat erklärt, was für eine herausragende politische Leistung das ist, meine Damen und Herren. Und heute legt die SPD-Fraktion diesen Gesetzentwurf vor. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Hahn, Sie haben gesagt, Sie wollen rücksichtsvoll sein mit der SPD. Ich finde, das muss man an der Stelle nicht sein. Die Kolleginnen und Kollegen von der SPD sind hier inkonsequent, sie sind unglaubwürdig, es ist populistisch. Am Ende dient es nur dazu, einen Gesetzentwurf hier einzubringen, von dem Sie wissen, dass er abgelehnt wird, dass es hinterher auf Flugblättern oder sonst irgendwo aufgedruckt wird. Meine Damen und Herren, das ist nicht seriös, das ist unseriöse Politik. Wenn wir in der Sache noch zwei Bemerkungen oder drei Bemerkungen noch machen, dann fällt uns auf, dass das, was CDU, Grüne und FDP hier als Gesetz vorgelegt haben zu den Straßenausbaubeiträgen, dass das kommunalfreundlich ist. Und das, was die Sozialdemokraten hier vorschlagen, ein Angriff sozusagen auf die kommunale Selbstverwaltung ist. Sie wollen hier im Hessischen Landtag für die Kommunen entscheiden. Diejenigen, die die kommunale Selbstverwaltung hier als Monstranz immer vor sich hertragen, sind diejenigen, die hier die kommunale Selbstverwaltung abschneiden. Deswegen lehnen wir diesen Gesetzentwurf auch ab, meine Damen und Herren. Was ist denn eigentlich, wenn Ihre Pauschale nicht reicht? Wenn in den einzelnen Städten und Gemeinden die Straßenausbausanierung, da muss man jetzt noch dazu sagen, liebe Kollegen von der SPD, es wäre noch ganz gut gewesen, wenn man auf die Pauschale auch eine Zweckbindung draufgegeben hätte. Also wenn man sagen würde, das, was wir dort den Kommunen zur Verfügung stellen, soll übrigens auch für Straßenausbau genutzt werden. Aber dazu waren Sie ganz offensichtlich nicht in der Lage. Was ist denn, wenn es nicht reicht, meine Damen und Herren? Dann wird es dazu kommen, dass die Städte und Gemeinden das in einer anderen Form finanzieren müssen. Weil eins geht nicht, Herr Kollege Rudolph, dass die Kommunen auf nächste Generationen buchen. Das haben wir hier in unserer hessischen Gemeindeordnung klargestellt. Es werden zukünftig keine Defizite mehr gemacht, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt es zu einer interessanten Umverteilungswirkung, meine Damen und Herren. Jetzt kommt es dazu, dass die Wohneigentum haben, die eigentlich eher diejenigen sind, die besser betucht sind in unserer Gesellschaft, dass diejenigen entlastet werden, um dann am Ende über die Grundsteuern, das ist das Finanzierungsinstrument, was den Kommunen jetzt noch bleibt, weil das andere schlagen Sie mit Ihrem Gesetzentwurf den Kommunen aus den Händen, dass Sie über die Grundsteuer all diejenigen mitbelasten, die sich kein Grundeigentum leisten können oder leisten wollen. Ich finde das ehrlich gesagt nicht sonderlich sozial, was Sie hier vorschlagen, meine Damen und Herren. Von der anderen Umverteilungswirkung, die Frau Kollegin Goldbach gerade eben hier dargestellt hat, völlig zu schweigen, dass Sie Mittel in die Hand nehmen, um es am Ende Eschborn, Frankfurt und Wiesbaden in die Hand zu drücken. Man wird es ja den Kollegen in Eschborn, Frankfurt und Wiesbaden gönnen. Aber, meine Damen und Herren, das ist nicht sachgerecht.
Deswegen kommen wir seitens der Landesregierung zu dem Ergebnis, diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Von der Fraktion der SPD hat sich schon einmal Kollege Rudolph zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Innenminister hat von Glaubwürdigkeit gesprochen. Das war der profundeste Beitrag, Herr Innenminister. Sie haben mit Ihrem Herbsterlass die Kommunen doch erst gezwungen, Straßenbeiträge zu erheben. Sie waren es doch. Kommunale Selbstverwaltung. Ja, Herr Boddenberg, in der Kommunalpolitik bin ich besser unterwegs als Sie. Sie haben andere Qualitäten, aber davon verstehe ich tatsächlich mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wie war das vom Land? Wenn die Kommunen nicht einen bestimmten Hebesatz bei der Grundsteuer erheben, gibt es weniger Förderung durch das Land. Wer war das? Das war der kommunale Minister von wegen kommunale Selbstverwaltung. Das gilt bei Ihnen nur in Sonntagsreden, der alte Freiherr vom um zum Stein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt haben wir einen Gesetzentwurf. Wie ist das normale Gesetzgebungsverfahren? Wenn wir uns alle wechselseitig ernst nehmen, dann muss man natürlich auch bereit sein, Dinge aufzunehmen. Erstens Stichtag. Das ist immer so bei Stichtagsregeln. Irgendwo müssen Sie einen Schnitt machen. Das gilt für Ihre Regelung. Was ist denn bis zum 31.12.2017 passiert und die Jahre zuvor? Stichtagsregelungen müssen Sie irgendwo immer berücksichtigen. Und deswegen bei Steuererhöhungen, das ist ein ganz normaler Tatbestand. Zweitens. Das ist ein Vorschlag zur Finanzierung, wie wir die Mittel verteilen. Ja, darüber kann man doch reden. Wir würden es übrigens gerne machen nach Kilometern, wenn es eine Statistik des Landes gäbe, wie viele Kilometer Gemeindestraßen es gibt. Sie gibt es nicht. Sie gibt es nicht. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das ein ganz normales Gesetzgebungsverfahren, über das man reden muss. Und wenn Sie dann sagen, bis im Jahr 2012 zurück, ja, natürlich nimmt das an Schärfe zu, die Diskussion. Wir haben steigende Preise bei den Kosten der Baufirmen, bei den Firmen, bei Ausschreibungen. Die Preise sind exorbitant gestiegen, 40-50% höhere Kosten bei den Ausschreibungen. Das macht sich natürlich auch bei den Kosten nachher der Kommunen bemerkbar. Und deswegen verschärft sich da die Diskussion. Ich habe mich nur die Kommunen aufgezählt. Sondra Wichmannshausen habe ich bei der Aufzählung vorhin vergessen. Und deswegen, meine Damen und Herren, hier besteht Handlungsbedarf. Und dann zur Finanzierung. Ja, wir wollen die gleichen Steuermittel nehmen wie Sie. Was ist an diesem Vorschlag unredlich, meine sehr verehrten Damen? Die gleichen Steuermittel wie Sie. Und der Vorschlag sei unseriös. Sie entlasten die Bürgerinnen und Bürger mit 0 Euro. Ja, wir wollen sie tatsächlich mit Euros entlasten. Weil das kein Problem von einigen wenigen ist, sondern die Thematik über die Bürgerinitiativen hinaus wird zunehmen. Herr Boddenberg, dass Sie das nicht interessiert, dass Sie dafür kein Gefühl haben, das habe ich doch schon länger zur Kenntnis genommen. Das interessiert mich aber an der Stelle auch nicht, sondern weil wir Handlungsbedarf sehen. Und auf die kommunale Ebene kommen in den nächsten Jahren weitere Belastungen zu. Noch einmal. Defizit, Finanzierungssaldo 2007 bis 2017 auf der kommunalen Ebene 4 Milliarden € weniger. Zahlen, die der hessische Finanzminister unlängst in einer Pressemitteilung festgestellt hat. 4 Milliarden € Defizit bei jetzt 423 Kommunen und 21 Landkreisen. Und deswegen, wenn Sie sagen, das sei kein Thema in Hessen für viele Bürgerinnen und Bürger, dann leben Sie augenscheinlich in einer anderen Welt. Und deswegen ist der Gesetzentwurf im Gesetzgebungsverfahren. Wir wollen ein normales parlamentarisches Verfahren. Da wird man sich austauschen. Dass die Mehrheit das abnehmen wird, wissen wir. Aber die Freude, dass wir unsere parlamentarische Arbeit einstellen, machen wir nicht. Und Sie müssen sich da einmal entscheiden. Entweder haben wir keine Vorschläge, wenn wir sie haben, sind wir so unseriös oder ist nicht bezahlbar. Wenn wir den gleichen Finanzierungsvorschlag wie Sie machen, sagen Sie, das ist etwas anderes. Herr Wagner, Sie müssen sich dann, Sie haben sich ja jetzt gemeldet, Sie müssen sich dann schon einmal entscheiden, was Sie an der Stelle wollen. Alles zu sagen, nur was Sie machen, ist richtig, ist der falsche Ansatz. Natürlich haben wir im Laufe der Diskussion auch gemerkt, dass Veränderungen nötig sind. Ich finde, das ist auch legitim, Herr Kollege Dr. Hahn, wenn man sagt, das, was im Jahre 2012 ist, haben wir heute eine andere veränderte Situation. Sie hätten Ihre Mitarbeiter gar nicht ins Archiv sagen müssen. Was meinen Sie, was ich Ihnen alle vorwerfen könnte, was Sie mal irgendwie gesagt haben in diesem Land da? Sie würden rot werden, Herr Kollege Dr. H.G. Hahn. Da haben Sie recht. Das machen Sie. Selbst das machen Sie noch nicht mehr. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier besteht Handlungsbedarf. Wir wollen ein ganz normales parlamentarisches Verfahren. Und da wird man am Schluss sehen, was dabei rumkommt.
Jedenfalls ist der Gesetzentwurf eine Alternative zu Ihrem angeblichen Maßnahmenpaket. Der entscheidende Unterschied ist, wir wollen die Bürger wirklich entlasten, Sie nicht. Das ist die Alternative, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Bevor ich Kollegen Wagner das Wort gebe, möchte ich jemanden auf der Besuchertribüne begrüßen. Auf der Besuchertribüne begrüße ich die neue Generalkonsulin von Japan, Frau Satsuko Kawahara, die zu ihrem Antrittsbesuch heute im Hessischen Landtag ist. Die Generalkonsulin wird begleitet vom stellvertretenden Generalkonsul Herrn Yoshitaka Tsunoda und Herrn Vizekonsul Ryo Kogure. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ich rufe Herrn Kollegen Wagner von Bündnis 90 Die Grünen auf. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil dieser Gesetzentwurf der Kolleginnen und Kollegen der SPD weit über das eigentliche Thema der Straßenbaubeiträge verdeutlicht, wie die SPD in diesem Landtag Politik macht. Sie macht Politik nach dem Motto, was kostet die Welt? Sie macht Politik nach dem Motto, allen Wohl und keinem Wehe, allen alles versprechen, und Geld spielt keine Rolle. Egal, um welches landespolitische Thema es geht, die SPD verspricht allen alles. Ich rufe einfach einmal in Erinnerung, was die SPD in den vergangenen Monaten hier versprochen hat. 1 Milliarde € zusätzlich für den kommunalen Finanzausgleich. Aha, das versprechen Sie also nicht mehr. Jetzt wird es interessant. 720 Millionen Euro nach eigenen Angaben der SPD und dem eigenen Gesetzentwurf für die Kinderbetreuung, 500 Millionen € zusätzlich für den Wohnungsbau, 240 Millionen € zusätzlich für die Hessenkasse, 240 Millionen € zusätzlich für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten, 230 Millionen € für die Absenkung der Grunderwerbsteuer, 80 Millionen € für den Ausbau der Landesinfrastruktur, 75 Millionen € für A13 für die Grundschullehrer, 45 Millionen € für die Reduzierung der Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten und jetzt 60 Millionen € für die Straßenbaubeiträge. Machen wir einen Strich drunter. 3,19 Milliarden € an Versprechungen allein in den letzten Monaten durch die SPD. Sie können ja gerne vorkommen und sagen, welche Ihrer Versprechungen Sie zurücknehmen. Dann sind wir endlich einmal in einer ehrlichen landespolitischen Debatte, nämlich, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, wir müssen nicht darüber streiten, dass viele der Sachen, für die Sie mehr Geld versprochen haben, auch sinnvoll sind. Darüber müssen wir nicht streiten. Nur die Kunst der Politik ist die Prioritätensetzung und ist die Tatsache, den Menschen auch zu sagen, was davon man als Erstes angehen will. Was nicht funktioniert, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, allen alles zu versprechen. Weil wer allen alles verspricht, wird in Wahrheit nichts halten, meine Damen und Herren. Er wird nichts halten.
Und wenn die SPD hier in den vergangenen Monaten 3,19 Milliarden Euro Wahlversprechen abgegeben hat, 3,19 Milliarden Euro Wahlversprechen abgegeben hat, dann weiß die SPD sehr genau, sie wird diese Versprechungen nicht halten können. Und wer weiß, dass er seine eigenen Versprechungen nicht halten kann, der macht den Menschen etwas vor. Man könnte auch sagen, er täuscht die Menschen bewusst über das, was er für Hessen vorhat. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen Gesetzentwurf heute hier eingebracht haben, weil er macht noch einmal überdeutlich, wie Sie Politik machen. Und wenn Sie jetzt sagen, die Forderung, die ich hier vorgetragen habe, alle belegt durch Reden der SPD in den letzten Monaten in diesem Hessischen Landtag, wenn Sie jetzt sagen, Sie nehmen von den Forderungen etwas zurück, Sie haben selbst erkannt, dass Sie nicht 3,19 Milliarden Euro bewegen können in einem Landeshaushalt, der insgesamt nur ein Volumen von rund 20 Milliarden Euro hat. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dann kommen Sie jetzt hier an das Redepult und sagen, welche Ihrer Versprechungen der letzten Monate Sie zurücknehmen. Dann kommen wir auch in die Nähe wieder einer ernstzunehmenden politischen Debatte mit Ihnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Herr Kollege Schmidt von der SPD hat sich zu Wort gemeldet. 20 Sekunden. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn es jemanden gibt, der die Menschen täuscht, dann ist es der Kollege Wagner. Der Papageienhafte. Wir haben etwa seit einem Jahr hören wir diesen papageienhaften Vortrag. Er hat nichts real mit dem zu tun, was wir vorgeschlagen haben. Gucken Sie in unser Wahlprogramm und vergleichen Sie die Zahlen. Dann werden Sie sehen, was wir den Menschen versprechen. Und hören Sie auf, Unwahrheiten zu verbreiten und die Menschen zu täuschen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Ende der Debatte. Herr Kollege Frömmrich, Sie haben sich zu Wort gemeldet zur Geschäftsordnung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Kollege Bauer hat das zwar in der Rede schon gesagt, ich möchte es aber noch einmal betonen. Wir möchten nach § 14 Absatz 1 der Geschäftsordnung für den Hessischen Landtag die Abstimmung ohne Überweisung in den Ausschuss beantragen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Herr Kollege Rudolph zur Geschäftsordnung. Neuer Stil. Da lacht sie auch noch, die Ministerin. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Geschäftsordnungsantrag des parlamentarischen Geschäftsführers der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, wenn er denn so verabschiedet wird, ist dann auch der Tiefpunkt, das, was Sie an Parlamentarismus hier sich erlauben. Weil nach meinem Kenntnisstand hat es das noch nicht gegeben in diesem Haus der letzten Jahre. Wenn eine Fraktion einen Gesetzentwurf einbringt, geht er wenigstens in den Ausschuss. Sie haben schon Anhörungen bei den GRÜNEN abgelehnt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und die Fraktion, die sonst vor Moralinsäure tröpfelt, die GRÜNEN, lässt den Respekt vor anderen Fraktionen an der Stelle vermissen. Ja, ich weiß, Schwarz-Grün hat die Mehrheit. Und die GRÜNEN haben das übernommen, eins zu eins, was die CDU immer gesagt hat, Mehrheit ist Wahrheit. Sie können heute den Gesetzentwurf möglicherweise
niederstimmen. Meine. Ja, und? Was hat denn das damit zu tun? Sie weichen der Debatte aus. Sie können heute den Gesetzentwurf ablehnen, aber Sie werden nicht verhindern, dass wir weiterhin mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Bürgerinitiativen reden. Und das, was Sie machen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Maß an Respektlosigkeit, wie wir es nicht für möglich halten. Und deswegen fordern wir Sie erneut auf, dies zu überdenken. Wer so handelt, der hat keine Argumente, der hat einfach Angst, dass die Bürger und Bürger sie erkennen. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Zur Geschäftsordnung habe ich jetzt drei Meldungen. Ich würde gerne in der Reihenfolge der Meldung drannehmen. Herr Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE, bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass ein und dasselbe Thema in einer Plenarwoche viermal behandelt wurde. Viermal wird es behandelt, das Thema Straßenausbau. Ah ja, genau. Aber das, was Sie jetzt tun, übertrifft sogar noch Ihre Chuzpe. Die Entkoppelung des FDP-Gesetzentwurfs von unserem Gesetzentwurf, sozusagen überfallartig, wie Sie das jetzt auch tun, im Ältestenrat vorzunehmen. Auch das habe ich in 10 Jahren parlamentarischer Arbeit noch nicht erlebt. Eine Entkoppelung eines Gesetzes, das immer zusammen beraten wurde und auch zusammen angehört wurde. Das sagt doch nur eines, was Sie hier tun, meine Damen und Herren von der Koalition. Und ich richte mich ganz gezielt an Sie, Herr Frömmrich, für die GRÜNEN, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Ihre Basis dieser Art und Weise folgen wird. So. Unabhängig, welche Basis Sie als Person noch innerhalb der GRÜNEN haben, das lassen wir einmal dahingestellt sein. Was Sie hier tun, ist undemokratisch und ist parlamentarisch unwürdig. Selbstverständlich können Sie mit Ihrer Mehrheit hier alles beschließen. Ja? Sie können auch beschließen, der Himmel ist grün. Aber Sie haben offensichtlich eine solche Angst davor, dass diese Diskussion parlamentarisch weitergeführt wird, dass Sie sie gezielt und mit aller Macht abwürgen wollen. Und das ist widerlich. Danke, Herr Kollege Schaus. Herr Kollege Bellino, bitte schön, von der CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Einzige, der bisher zur Geschäftsordnung gesprochen hat, war der Kollege Frömmrich. Alle anderen Vorredner haben hier weder zur Geschäftsordnung gesprochen, noch haben sie zum Thema gesprochen. Und wenn Herr Schaus hier sich herstellt und sagt, er sei undemokratisch, das Undemokratischste, was es in diesem Parlament bisher gegeben hat, kam von Ihrer Seite. Das wollen wir mal zur Kenntnis nehmen. Das wollen wir mal zur Kenntnis nehmen. Ich denke nur an die unsägliche Zeit, als man versucht hat, hier eine Regierung zu bilden und mit Beteiligung ihrer Mannschaft, dass da an Worten gefallen ist, weil sich andere anders entschieden haben. Das brauche ich hier nicht zu wiederholen. Das gäbe einen Ordnungshof. Und Herr Schaus, Sie haben selber gesagt, Sie haben selber gesagt, dass wir in dieser Plenarrunde viermal über das gleiche Thema sprechen. Ja, es ist doch auch irgendwann einmal genug. Wir werden morgen das Gesetz verabschieden. Und dann können Sie doch rausgehen. Dann erzählen Sie auch Ihren Wählerinnen, den potenziellen Wählerinnen und Wählern, was Sie da sagen wollen. Da wollen wir mal gucken, ob die Ihnen folgen oder ob die uns folgen. Denn wir stehen für eine verlässliche Politik, die sich am Wohl des Landes orientiert und nicht an Klamauk, wie Sie das hier praktizieren. Und zur Geschäftsordnung bin schon die ganze Zeit bei der Geschäftsordnung und komme jetzt erst recht zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Schaus. Wenn Sie sagen, das sei undemokratisch und regen sich dabei noch auf, es steht in der Geschäftsordnung drin. Und Sie wollen doch nicht sagen, dass wir eine undemokratische Geschäftsordnung haben. Der § 14 gibt das vor, und danach werden wir verfahren. Das hat der Kollege Frömmrich zur Geschäftsordnung entsprechend beantragt.
Danke, Herr Kollege Bellino. Herr Kollege Lenders von der FDP-Fraktion, bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist hier gesagt worden, dass man versuchen würde, der Debatte auszuweichen. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben jetzt wirklich viel im Plenarsaal, hier im Ausschuss, bei der Anhörung tatsächlich über das Thema debattiert. Kollege Schaus hat es selber eben gesagt, dass alleine diese Woche viermal darüber gesprochen worden ist. Meine Damen und Herren, das ist wirklich eine ausführliche Debatte, die man eigentlich selten zu einem Thema hier im Plenum hat. Es ist eine ausführliche Debatte. Und, Herr Kollege Rudolph, da weicht keiner der Debatte aus. Das kann man jetzt so nicht sagen. Ich glaube aber auch, es ist eine Frage von Stil. Auch ich in der Tat habe das noch nicht erlebt. Ich habe das heute erst einmal selber nachlesen müssen, dass unsere Geschäftsordnung das vorsieht. Und, meine Damen und Herren, jetzt kann man sich darüber aufregen oder nicht aufregen. Es sieht die Geschäftsordnung genau so vor. Doch, Frau Kollegin, in § 14 Absatz 1 ist die Rede davon, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wird. Hier ist nicht die Rede davon, von wem der Antrag gestellt wird. Wenn man das ändern will, kann man das gerne machen. Dann muss man sich über die Geschäftsordnung mal darüber unterhalten. Meine Damen und Herren, so wie das die Geschäftsordnung formuliert, kann hier jede Fraktion diesen Antrag stellen. Dieser Antrag ist gestellt worden. Darüber haben wir jetzt abzustimmen. Wir werden uns dann enthalten, weil wir der Meinung sind, dass es ungewöhnlich ist, und wenn eine Fraktion diesen Wunsch äußert, sind wir dementsprechend immer nachgekommen. Aber dass hier eine Debatte wirklich ausführlich stattgefunden hat, kann keiner wirklich bezweifeln. Und es sieht die Geschäftsordnung vor, also keinen Grund, sich so aufzuregen. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Der Antrag wurde gestellt. Bitte schön, Herr Kollege Rudolph, zur Geschäftsordnung. Ja, Frau Präsidentin, wir bitten dann namentlich über diesen Antrag abzustimmen. Ja, natürlich. Dann handhaben wir das so. Wir bitten einen kleinen Moment um Geduld, bis alle Unterlagen beigezogen wurden. Danke schön. Moment, bitte. Der Präsident will was. Der Präsident will was. Dann haben wir noch den Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie wieder Ihre Plätze ein, und wir bitten um ein wenig Ruhe, sodass wir dann in die namentliche Abstimmung auch eintreten können. Wir beginnen. Herr Kollege Buddenberg zur Geschäftsordnung. Geht. Frau Präsidentin, würden Sie bitte noch einmal sagen, worüber wir jetzt abstimmen? Das tue ich gerne, Herr Kollege Boddenberg. Wir stimmen nach § 14 Absatz 1 ab, damit dieses Gesetz nicht in den Ausschuss überwiesen wird, sondern heute gleich entschieden wird, ob es angenommen wird in erster Lesung oder nicht. Darüber lasse ich jetzt abstimmen. Wir beginnen dann mit der namentlichen Abstimmung. Bitte schön.
Herr Bellino noch mal. Herr über den GO-Antrag wird namentlich abgestimmt. Ja, Herr Kollege Bellino, wir haben den Antrag vom Kollegen Rudolph gehört, dass eine namentliche Abstimmung stattfinden soll. Dies ist über die Geschäftsordnung auch so möglich. Wir können also eine namentliche Abstimmung über diesen Gesetzentwurf, über diese Entscheidung treffen. Ich stimme jetzt nicht, wollte nicht über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen, weil er machbar ist. Wenn Sie aber es möchten, dann lasse ich darüber abstimmen. Über den Geschäftsordnungsantrag. Dann lassen wir über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen, ob wir eine namentliche Abstimmung durchführen. Nein. Wir wollen über den Geschäftsordnungsantrag von Frömmrich namentlich. Über den GU-Antrag von Frömmrich. Das hatte ich doch. Das ist der 14 Absatz 1. Das ist der 14 Absatz 1. Das ist der. Einen kleinen Moment, wir sind noch in dem Abklären. So, ich hoffe, dass wir jetzt eine Klärung herbeiführen konnten. Ich lasse jetzt erst über den Geschäftsordnungsantrag von Kollegen Frömmrich abstimmen. Er hat den Antrag gestellt nach § 14 Absatz 1, dass dieser Gesetzentwurf nicht in den Ausschuss gehen soll und damit dann auch später abgestimmt werden soll. So, darüber lasse ich jetzt abstimmen. Wer für diesen? Dazu möchten Sie schon eine namentliche Abstimmung haben. In Ordnung. Wir sind flexibel, dann machen wir das auch namentlich. Dann beginnen wir jetzt mit der Abstimmung. Alex Ulrike. War das nicht? Nicht an. Doch, ist an. Alex Ulrike. Nein. Arnold Dr. Walder. Arnold Lena. Bächle-Scholz Sabine. Banzer Jürgen. Bartelt Dr. Ralf Norbert. Bart Elke. Bauer Alexander. Bellino Holger. Beuth Peter.
Dr. Frank Blechschmidt, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Volker Bouffier, Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Moment, das war ja. Tobias Eckert, nein. Sigrid Erfurt, Nancy Faeser, Gabriele Faulhaber, Martina Feldmeier, Hildegard Förster-Heldmann, Uwe Frankenberger, Dieter Franz. Jürgen Frömmrich, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Wolfgang Greilich, entschuldigt, Stefan Krüger, Gernot Grumbach, Stefan Grüttner, Heike Habermann, Jörg-Uwe Hahn, Hamann Ursula, ja. Karin Hartmann, nein. Christian Heinz, ja. Birgit Heitland, ja. Heike Hoffmann, nein. Andreas Hofmeister, ja. Brigitte Hofmeier, Rüdiger Holschuh, nein. Hartmut Honka, ja. Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, ja. Frank-Peter Kaufmann, ja. Kaya Kinkel, ja. Irmgard Klaff-Isselmann, ja. Horst Klee, ja. Hugo Klein, ja. Wiebke Knell, ja. Eva Kühne-Hörmann, ja. Gerald Kummer, ja. Dirk Landau, ja. Judith Lannert, ja. Jürgen Lenders, Angelika Löber, Frank Lorz, Heinz Lotz, Daniel May. Gerhard Merz, Markus Meisner, Klaus-Peter Möller, Karin Müller, Regine Müller, Petra Müller-Kleppe, Handan Özguven, Mürvel Öztürk, Penz Manfred, Bodo Pfaff Greifenhagen, Lucia Puttrich, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, Ernst Ewald Roth, Günther Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Hermann Schaus, Norbert Schmidt, Mariana Schott, Armin Schwarz, Uwe Serke, ja. Michael Siebel, nein. Dr. Daniela Sommer, nein. Frank Steinraths, ja. Manuela Strube, ja. Ismail Tippi, ja. Tobias Utter, ja. Joachim Fallmann, ja. Matthias Wagner, ja. Astrid Wallmann, nichts gehört, gut. Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Kurt Wiegel, ja,
Dr. Ulrich Wilken, nein. Axel Windermeyer, ja. Janine Wissler, nein. Karin Wolf, ja. Andrea Ypsilanti, ja. Turgut Yüksel. So, müsste doch sein. Hat jemand seine Stimme noch nicht abgegeben? Dann kann man das jetzt noch nachholen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann unterbrechen wir kurz und schauen nach, was wir an Ergebnissen haben. Danke.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. Ich möchte Ihnen das Abstimmungsergebnis verkünden. Für den Geschäftsordnungsantrag haben wir 60 Ja-Stimmen, 42 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. Somit ist dieser Geschäftsordnungsantrag angenommen worden. Jetzt wurde ich gebeten, zur Sicherheit über den Gesetzentwurf ebenfalls noch einmal abzustimmen. Dann machen wir das. Ich lasse abstimmen in erster Lesung über den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Drucksache 19/64/10. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktion der SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion von CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNEN und die FDP. Somit ist dieser Gesetzentwurf in erster Lesung abgelehnt worden. Vielen